So, und damit willkommen bei Darzuts 3 Asche von Ariende. Ja, was soll man dazu viel sagen? Der neue DLC von Darzuts, und ich habe mir gedacht, ich nehme den hier mal auf. Vor allem auf Twitch. Ich weiß gar nichts darüber. Nur, wo es losgeht. Geht. Das ist hier. Da sollen wir jemanden finden. Und dann kommt man in das neue Gebiet. Also bei Dark Souls 2 war es ja auch schon so, dass man hin teleportiert wird. Und ja, das soll hier auch so sein. Of the forlorn who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Okay. Und das letzte war sehr komisch. Versuch zweihändig. Ah ja. So, ansonsten gibt es ja eigentlich hier nichts Neues, wa? Ich könnte mich ja noch entfachen oder machen wir später vielleicht im Kampf. Gut, dann gehen wir mal. You've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. You don't know how long I've searched. Klingt sehr komisch. Erstmal winken. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so aussehe, wie ich hier aussehe. Hier kann man nochmal meinen Status ein bisschen gucken. Bin auch eigentlich beim dritten Durchlauf. Ja, das sind so die Werte, die ich aufgelevelt habe, alles. Ich muss mal gucken jetzt, ob das überhaupt das Beste ist. Ich glaube, ist wahrscheinlich nicht. Könnte aber auch mit Gewicht zusammenhängen. Ja, schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt mal endlich wieder vorgenommen, wenn schon die Erweiterung da ist. Und zocke ich das auch gleich. Ist auf jeden Fall besser. Der Himmel sogar. Den hatte ich sonst nimmer. Und Rüstung kann man ja hier nicht mehr aufleveln. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Das sind die Ringe, die ich anhabe. Stimmt, ich hab sonst noch eigentlich einen Bogen hier mit drin, aber gerade nicht. So, das ist das Schwert, was man bekommt, wenn man mindestens zweimal durchspielt und die zwei Schwerter sich nimmt von den Zwillingsprinzen nimmt. Also es ist alles auf Deutsch. Ich finde, das ist auch durch englische Sprachausgabe genug. Oh, don't mind me. Didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you.
My lady lives in the cold land of Arendelle. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ich will mal einmal ablehnen. Oh, are you certain of that? Hogwash, hogwash. What ash does not seek fire? Also ich würde gerne mal sein Gesicht sehen, so wie der hier ganze Zeit rumstöhnt. Oh, ein Bart hat er. Sieht auf jeden Fall sehr menschlich aus. Einer der Zwerge, der immer nur auf die Knie war. Ah, you again. I knew it. As any ash seeks fire, you will surely help me. My lady lives in the cold land of Arendelle. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. You will thank me when it's done. Manchmal passiert ja auch was, wenn man ein paar Mal ablehnt. Aber ich glaube hier in diesem Fall überhaupt nicht. Also nehmen wir uns endlich der Sache an. Ah, thank you. Day of Ash never fail. Just a moment then. The painting of Arendelle. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Ashes were too. Okay, es soll ja irgendwie vom ersten Teil sein. Ich habe mir nur mal Let's Plays angeschaut. Ich habe zwar Dark Souls 1, weil ich Dark Souls 3 gekauft habe. Aber ich hab's noch nicht wirklich durch. Aber da gibt's ja so ein Gemälde, wo man angeblich durch kann oder auch durch kann, hundertprozentig. Und das war anscheinend so ein Stück. Oh. Bist du Freund oder Feind? Kann ihn nicht anvisieren, also Freund. Also ich auch wieder fast so an wie der Typ. Erstmal einsammeln. Eisblauer Moosklumpen. Moosklumpen hatten wir doch schon mal. Okay. So. Nichts Neues. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Arendelle. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Boss, no. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden.
Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Du wiederholst dich, wa? Quick. Okay. Jetzt. Ja, Dialoge immer bis zum Ende anhören und auch mal so lange ansprechen, bis sie sich komplett wiederholen. Denn erst die gemalte Welt Ariandel. Viel Erfolg, ja. So. Da sind wir. Passend. Heute den ersten Schnee in Deutschland. Also, warum ist hier schon hineingestorben? Was ja sehr verdächtig. Und da liegt was? Ist das hier ein Baum? Flammen? Okay. Oh, ich höre was. Wer bist denn du? Ah, hast du keinen Nahkampf? Oh, ich bin viel zu stark, wie ich merke. Obwohl, müsste das Eis eigentlich nicht hier auch ein bisschen angepasst sein? Dass ich im dritten Durchlauf bin. Sieht aus wie eine Frau, jetzt so von der Seite. Oder? Also ich finde schon. So, die Sicht ist natürlich sehr bescheiden. Ich höre schon wieder welche. Ärgsten. Oh! Freund! Willst du runterkommen? Jo. Oh! Feuerspucker, okay. Ach, jetzt komme ich da nicht. Ja, ist gut. Nein! Oh, oh, von hinten nicht. Ja, siehst du? Kann ich auch. Alles sowas da? Natürlich nicht. Oh. Das ist ein bisschen viele. Ach. Ich wollte eigentlich alle einzelner. Okay, also das ist zumindest noch easy für mich. Hat aber eine schöne Aktion hier. So, darf ich jetzt mal hier nach Rom? So, dann geht's nicht lang. Ich höre nochmal in Ärzten. Was? Dreck. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich woanders. Der liegt ja auch schon länger. Okay. Verdammt. Oh. Oh, neue Wölfe. Ganz lieb sein. Ach, wer sieht die da mal? Das ist nicht klein.
Nein! Oh Gott. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Okay, Inschlag. Alter, der trifft durch das Schild. Das ist aber nicht cool. Natürlich. Das sind ein paar Buddies hier. Na los, greif an. Die anderen gehen gerade. Ich glaube, alle auf einmal sind immer sehr gefährlich. Einer ist ja selten das Problem eigentlich. Die Anzahl, die macht das. Boah, die kann ich jetzt auch nicht einzeln anlocken, oder? Eine rostige Münze. Hä? What? Die bewegen sich ja doch. Ich hab's doch fast gedacht. Feuer auf mich, das sieht nicht gut aus. Jetzt genau gehe ich hier noch weiter nach oben. Alter. Ach, jetzt hör doch mal auf mit diesem scheiß Flammen. Wartet mal kurz. Ich will mich kurz mal ein bisschen zurückziehen. Ach komm, du scheiß Kötter. Nein, 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 nein. Oh, ja, ja, ja. Verknappt, die können sich ja auch noch bewegen. Oh, ich schreie noch ganz schön. Dann kill ich euch doch. Feuer ist anscheinend auch sehr gut gegen die. Mann, dann schlag doch nicht daneben. Oh, das ist aber gut. Oh, die macht Eis noch. Was sind vier Kalle hier? Jetzt komm. Zum Glück kann ich dreimal schlagen. Ihr werdet nicht wieder freundlich oder so, wa? Ach, dass sie ja auch einen verfolgen, diese Scheißdinger. Nein! Nicht da. Das ist aber gut hier. Ah, die Tarnscherben. Braucht man ja auch nicht mehr wirklich. Mann, jetzt hör doch mal auf hier. Ich zerstöre gleich hier den ganzen Wald. Jetzt hätte ich das mal aus der Reihe wieder füllen. Oh, ihr wollt auch nicht aufhören. So, jetzt muss ich mal echt richtige Gesundheit auffahren. Das habe ich auch nicht umsonst gelevelt. So, jetzt ist aber auch mal Schluss. Und da will ich auch noch hin. Was sind das denn für Viecher? Das ist wieder so ein Baum. Ja. Und wie immer bei Dark Souls, man weiß nicht, wo man hingehen soll. So viele Wege. Da unten geht's noch weiter. Sind ja sogar zwei. Ja, okay, keine Energie. Warte mal, ich kann noch schießen. Okay, die macht nur Eis. Die andere wahrscheinlich auch. Das hört sich romantisch schon fast an.
Haucht sie mich hier an? Hä? Die lebt denn wieder nicht? Okay. Das ist merkwürdig. Ah, aber die Hundisch hat da unten sein Vieh entdeckt. Boah, du siehst sie aus. Hat er mir noch getroffen? Intro und Sand. Ja. Okay, die ist nicht echt. Natürlich ist aber sind jetzt freaky. Wer echt ist und wer nicht. Oh, 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 von der Seite. Obwohl ich versucht habe, die anzuvisieren. Oh. Aber ja, kurz so. Mann, ich komme hier doch nie lebendig wieder raus. Zum Glück sind sie auch erstmal kurz. Wir bewegen uns unfähig. Schwarze Feuerbombe, okay. Und die scheint nicht echt. Sieht auch sehr interessant aus. Oh, fast wie ein Gollum. So, was sind drei oder zwei? Ne? Zwei. Gut, wenigstens mit einem Schlag weg. Gefrorene Waffe. Was soll das denn hier eigentlich sein? Könnten das so Eier sein, so Larven? Die Vorstufe von diesen Viechern hier? Man weiß es nicht. Hier steht eine Nachricht, das wird doch irgendwas bedeuten. Aber die lese ich mir ungern durch. Vor allem beim ersten Mal. Ah, keine scheinbare Wand. Boah, schon wieder so viele Wege. Ein Schloss. Gut, da müssen wir auf jeden Fall. Perfekt. Gut, könnte ich mir schon fast denken. Ey, hier ist nichts, wa? Ich weiß auch gar nicht mehr, bei Dark Souls 3 war es doch Schlagen, wa? Damit man die Wände sehen kann. So, hier oben ist... Ach, guck mal, man fällt denn hier runter so einer. So, ist hier irgendwas? Hä? Hey, hier kann doch nichts. Nichts sein, oder da oben? Hast du was gesehen? Achso, ist ein Geist. Ach Mensch. So, dann war ich hier noch im Weg. Verdammt, da komme ich auch noch von oben. Ich könnte mich ja mal
hinsetzen und dann nochmal zurücklaufen. Da gab es ja auch noch eine Abzweigung. Nehmen wir mal die Abkürzung. Naja, nicht wirklich. So, da wollen wir auf jeden Fall hin. Na Leute. Oh, man. Scheiß Vieh. Hab's doch schon fast mitbekommen. Ein Bleistein. Mehr braucht man doch nicht. Ist da noch eine Leiter? Runterfallen wäre ein bisschen doof, oder? Da habe ich so einen. Es gibt doch diesen Katzenring. Frage ist, wo der ist. Und das Problem ist, hilft der denn? Könnte ich da hinabstürzen und überleben? Sieht mir sehr tief aus. Oh Mann. Da gibt's noch einen anderen Weg. Wir schauen erstmal. Da ist auch noch irgendwas. Nein! Ein Lizard, Lizard! Bleib hier! Verdammtes Vieh! Oh, Gott sei Dank. Die will man einfach bekommen. Auch wenn ich das nicht unbedingt brauche, kleine Titanschirm. Ist ja auch noch ein ganzes Dorf oder so. Ja. Ist natürlich wieder die gute Frage, wo geht man zuerst hin? Na, Buddy? Also ich sehe dich nicht. Wir können dann nicht wieder zurück. Aber wir haben aber ein Leuchtfeuer da rum. Von daher, los geht's. Können wir gerade nicht angreifen oder so? So, sind wir erstmal runtergerutscht. Was haben wir denn hier? Da ist ja auch schon wieder was. Ach ja, so viel zu entdecken. Na, hier will man nicht so runter. Ich höre so einen Raben oder sowas.